Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance aus der Asche. Weiter geht's, und zwar wir brauchen Geld für unser Dorf. Und das holen wir uns jetzt im Banditenlager. Und Elfilein schreibt gerade unter Fähigkeiten bei Reiten. Muss mal gucken, wo ich da hinkomme. Fähigkeiten, das ist bei Spieler tatsächlich, stimmt's? Dann Reiten, ja. Lastenpferd. Info, dein Pferd kann mehr tragen, jedoch langsamer. Kann nicht mit dem Rennpferd. Ja, aber tragen ist schon mal gut. Das lernen wir. Zack. Wo sehe ich jetzt, wie viel das tragen kann? Wahrscheinlich auf Pferd. 471. Nice. Danke für den Tipp. Weil wir brauchen jetzt viel Tragekapazität. Das ist zwar jetzt ein bisschen langsamer, aber das ist mir scheißegal. Weil viel tragen, gleich viel verkaufen, gleich viele Groschen. Wir brauchen viel, viel Geld für unser Lager. Also für unser neues Dorf. So, guck mal, hier unten sieht es schon aus. Ist hier jemand? Nee, ich muss sie jetzt finden wahrscheinlich. Ach, guck mal, da sind sie schon. Die sollen mich noch nicht entdecken. Hamsterli, vielen Dank für die Trompete. Oh, ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. Wie kann ich nochmal das Schwert ziehen? Da, Streitkolben. Und Abwehren ist da. Oh, drei Mann gleich. Drei Mann, ihr seid so feige! Bam, einen habe ich. Aber die haben gute Rüstung, ey. Die kann ich verticken. Hat er abgewehrt, die Sau. So einer bist du also. Okay, ich muss mal blocken. Boah, der blockt immer zurück, die Sau. Zwei gegen einen ist unfair, ihr Arschis. Oh, da ist noch einer, oder was? Okay, den haben wir auch. Gib ihm, Alter. Greif an! Schön mal links antäuschen und rechts zuhauen. Zack, ruf auf deinen Eimer. Okay, nochmal. Hey. Ist der wieder aufgestanden da hinten? Scheiße, der war nur betäubt. Jetzt rennt er weg. Der Arsch mit Ohren. Ja, die sind beide tot, oder? Ja. Rennt er weg. Da ist noch einer, ist da noch, aber erstmal plündern wir. Können wir auch alles nehmen? Alles nehmen. Jetzt bin ich überladen, wo ist das Pferd? Kommt einfach alles rein. Jetzt zack. Waffen. Guck mal, hier können wir tatsächlich auch eins verkaufen. Guck mal, das sogar stärker ausrüsten. So, in Satteltasche. So, was haben wir noch? Was hatten die denn? Hat die keine, hat der keine Waffe? Hä? Wie, der hat keine Waffe? So, alles, was ich nicht anhabe, in den Sattel. Das ist ja kacke.
Aber da fällt mir ein, ich glaube, wenn ich die mit Bogen kaputt mache, dann. Stimmt, von den Ohren kriege ich auch noch Geld. Wenn ich die mit dem Bogen kaputt mache, dann kriege ich auch noch. Achso, die Waffen liegen extra. War schon immer so? Wenn ich die mit dem Bogen zerschieße, dann kriegt die Rüstung keinen Schaden. Dazu dürfen die aber nicht so einen scheiß Zunhelm aufhaben. Plündern. Was hat er denn sonst noch so? Der hat doch nur Rüstung, oder? Na gut, Verband und Räucherwurst hat er noch. Aber ansonsten. Zack. Zack. Hallo Hypo, no, Hypo. Tick. So. Waffen. Satteltasche, Satteltasche. Schild, Schild. Das macht, bringt halt gar kein, nicht wirklich Geld. Rüstung. Das hat echt kaum was wert, war von den Kumanen. Na, hier 340. So. Okay, da hinten war aber auf jeden Fall noch einer. Das war wahrscheinlich der Anführer dann. Attacke, Schweinebacke! Mach's gut, Westcott. Schlaf gut. Schleichen brauche ich hier, glaube ich, nicht versuchen. Cool, dass er da ist. Hypnotik heißt du, ja. Sorry, Diggi. Ich hab nur mit einem halben Auge hingeguckt. Aber wo ist denn der Typ hin, Alter? Denkst du, ich such dich jetzt im Wald oder was? Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Hier labert irgendwo jemand. Da unten steht er. Wie konnte ich nochmal Bogen auswählen? Da. Okay, jetzt macht es langsam wieder Klick. Wir können jetzt hier noch die Pfeile auswählen. Wir haben Jagdpfeil, macht 80 Schaden. Wir können aber hochwertige Pfeile, habe ich 6 Stück von. Nee, habe ich nicht. Hier aber 102 von. Spitzpfeile machen 130 Schaden und da haben wir 136 von. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie konnte man hier zielen und so. Alter! Kann's noch. Ja, da ich, ja, guck mal, hier, die Kettenorbe, 400 noch was. Aber da brauchst du ja einen Dolch, wenn du anschleichst und erdolchst. So. Okay, Waffen. Axt. Bogen. Den. Mehr hat er nicht. Rüstung. Schlappen. Zack. Halskette. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, bei sonstiges. Den Dolch sollten wir nicht verkaufen. Wieso Silberkelch und so? Aber das nehme ich ja eh alles wieder. Ey, Bloody, was geht? So, aufsitzen. Aber mich nervt es ein bisschen, dass wir den anderen nicht haben. Zeig mal, hat der hier überhaupt noch irgendwas? Noch eine Waffe oder so, die daneben liegt? Nö. Der andere ist abgehauen. Und vor allem ist das nicht mehr der Anführer gewesen, oder? War jetzt hier eine Quest fertig? Doch, die Quest ist fertig. Frage ist, wo der Typ hingerannt ist. Der ist ja hier immer irgendwie Straße lang gerannt. Frage ist, ob ich den nochmal einholen kann. Oder. Hier ist noch ein Lager, oder? Ja.
Ja, sagt er. Da sind noch mehr. Die Frage ist, wie viel kann der Gaul noch tragen? Hey, Fu, Grüße. Wie viel kann der Gaul noch tragen? Sehe ich das irgendwo? Ach, unten. Die Hälfte haben wir voll. Na dann. Das Ding ist anschleichen mit meiner Klapperrüstung. Das geht, glaube ich, nicht. Ich probier's einfach mal. Meine Rüstung macht, glaube ich, mega Lärm, deswegen geht das nicht. Ey! Kriegst du auf die Mütze, Junge! Jetzt holt der Dings raus. Gnadenstoß! Ey, nicht aufheben! Was will ich denn den aufheben? Fallen lassen. Aber jetzt ist er tot, oder was? Ist ja auch komisch. So, plündern. Alles nehmen. Na, Fu, was geht? Zack, ab ins Pferd mit dem Quark. Jagdschwert, ja, bringt ein bisschen was. Satteltasche, Bogen. Satteltasche. Irgendwas? Ne. Rüstung, zack. Bin mal gespannt, wenn ich zwei Banditenlager ausgeraubt habe, wie viel mir das letztendlich bringt an Knete. Ich meine, der hat ja gutes Zeug eigentlich. Alles, was so über 200 an Geld bringt, ist genehmigt. Aber ich hätte den tatsächlich, ich hätte mich tatsächlich anschleichen können. Bestens halt auch immer nachts. Wenn die schlafen. Aber einer schläft da hinten tatsächlich. Gib ihm! Hat er mich schon entdeckt? Ach, guck mal, den, der ist noch gar nicht tot. Steh mal auf. Das ist wieder so ein... Wie krieg ich die denn nochmal? Okay, der ist tot. Komm rein, Junge! Wow. Ja, nicht wieder so viele. Wie krieg ich die am besten eigentlich nochmal tot? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich häng fest. Wie krieg ich die nochmal tot? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Ah.
jetzt noch wüsste, wie das funktioniert hat. Lol, weil der Tank war, oder was? Scheiße, jetzt schießt er schon wieder mit dem Bogen da. Scheiß Bogenschütze immer. Stopp! Mich wieder mit dem Bogen erwischt. Komm schon! Da hinten steht der scheiß Bogenschütze. Okay, der ist weg. Bist du tot? Gnadenstoß. Ja, geh auf Nummer sicher, hau dreimal zu. Richtig so. Aua, wieder ein Bogen. Okay, das war's. So. Alles nehmen. Oder hat er noch Waffe irgendwo liegen? Nö. Wollen die Typen jetzt erstmal finden? Was ist der Typ von hier hin? Den habe ich doch gerade hier getötet, oder? Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Ein Hase. Der sitzt einen Meter vor mir. Das gibt's gar nicht, ist ein Fehler. Ah, das kann ich ja dann nicht mal verkaufen, wa? War das nicht so? Man darf nicht einfach so wildern. Aber wo ist denn jetzt dieser fucking Typ hin? Den hab ich schon. Hier war da noch einer. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ist der weggebackt? Wow, eine Schlupper. Ja, verstehe ich trotzdem nicht. Doch, Hasenfleisch geht. Das restliche Wild gilt als gestohlen. Bis du es gekocht hast, okay. So. Waffen, Dolch, Tasche, Tasche, Tasche. Ja doch, das bringt ein bisschen Geld, ey. Das bringt Geld ein. Muss nur gucken, die Händler, die haben ja auch nicht so viel. Die guten Händler. Die guten Händler. So, und jetzt muss ich die verkaufen. Am besten in Rattay, da gibt es nämlich das meiste Geld. Stimmt's? Rattay! Rattenei
in Rattenei. Was ist denn das hier schon wieder? Noch mehr Banditen? Töte den Anführer des Lagers. Hä? Da war ich doch, Alter. Ja. Ja. Hat er denn schon immer so eine tiefe Stimme? Ja. Oder rennt der hier noch irgendwo rum? Der Kackanführer. Wieso liegt der denn hier rum? Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich so richtig gar nicht. Aber gut, dass die Karte mir das verraten hat. Stellt euch mal vor, die hätte jetzt nicht gesagt, wo der liegt. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Das heißt, ich kann jetzt keine Schnellreise machen. Richtig? Ich will eh zum Robot. Scheiße. Aber ich glaube, so weit ist das nicht, oder? Warte mal. Ist das weit? Was war das? Was ist das hier? Hä? Was sind das für Zeichen? Für bunte? So, ist das weit? Ne, das ist nicht weit. Komm, müssen wir jetzt so hinreiten. Wenn du den Händler und die Schmiede in... Ja, aber die brauche ich erstmal, das ist das Problem. So, Talmberg. Oh, dann reiten wir da mal hin, würde ich sagen. Müssen wir ja. Schnellreise kann ich nicht und alles, was ich jetzt wegschmeiße, wäre fatal. Das ist noch so ein scheiß Lager, Alter. Ne, hier waren wir. Was ich wegschmeiße, wäre fatal, weil das alles verschenkte Groschen sind. Wenn ihr mich fragt. Lauf, Gaul! Schneller als der Wind! Sind wir schon. Was ist das hier für ein Dorf? Ist das schon Talmberg? Das ist tatsächlich schon Talmberg. Okay, das ging echt schnell. Ach ja, meine Büsche, wie ich euch vermisst habe. Ja. Ich wünsche mir immer noch ein Offroad-Pferd. Ja. Gott segne dich, gute Frau. Robert. Gucken, wo der rumgammelt. Ich weiß gar nicht, wo ich den finde. Ja. Hey, pass auf. Nester Blündern bringt auch den ein oder anderen Schatz. Okay. Kamera. Ist eine Etage höher, kann das sein? Eine Etage höher. Jetzt bin ich der Pint. Also. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Gib mal Geld, Junge! Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit, sehr gut. Immerhin. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Talmberg Richtung Buschitze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Alles klar, ich sehe mir das an. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient.
Naja, so viel gibt's da halt auch nicht, ey. So, und jetzt muss ich irgendwo das Zeug noch loswerden. Das Problem ist, hier gibt's, glaube ich, nicht mal einen Händler in dem Kack-Tallenberg, oder? Doch, da. Tallenberg. Gucken wir mal, wie viel Knete der hat. Dass ich ein bisschen was loswerde, um Schnellreise machen zu können. Könntest du ja kurz waschen. Und vor allem sind meine Rüstung und so wieder kaputt. Das heißt, die müsste ich auch ganz machen lassen. Das kostet wieder Geld und Geld. Ach, das lasse ich nicht ganz machen. Ja. Wir kämpfen mit kaputter Rüstung. Wie, wo ist denn der? Ist der da drin? Ja. Ja, natürlich. Ja. Das Pferd ist eindeutig zu schnell für meine Koordination. Verdammt! Halt dich von Menschen fern, wenn du nicht weißt, wie man reitet, du Hornochse! Du Hornochse! Wo ist denn der Händler? Wer bist du denn? Warum kann ich mit dir reden? Gott sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Frage ist, ob du Geld hast. 2000. Nee, ich hab 2000. Vermögen des Händlers 50. Er hat 50! Er hat 50. 50. Das lohnt sich mal absolut. 0,0,0,0. Der kann hier. Zack. Und dann machst du jetzt noch Warenkorb. Und feilschen und dann gehst du auf 50 und dann war's das. Lass uns über den Scheiß sprechen. Ist gut. In Ordnung. Ja, mehr hast du auch nicht, Kollege Schnürschuh. Oh Mann, ist doch scheiße. Ich will jetzt Schnellreise machen. Ich könnte die Verbände wegschmeißen. Wir wiegen die Verbände. Verbände sind eh kacke. Verbände! Die wiegen halt nix. Wie viel brauche ich noch? Lucky, vielen, vielen Dank fürs Hosten, falls du das siehst. Schenke? Wo finde ich die Schenke? Kann ich fleischlos werden? Das Ding hier, wa? Lucky, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du dich heute noch sehen lässt. Guck mal, hier war ich auch noch nicht. Weil ich sehe auch keine Schenke gerade. Was ist das? Bienenstock. Das ist der Händler. Ja. Das ist natürlich Fail. Ich habe zu viel gelootet. Ist das hier ein Badehaus? Das ist ein Badehaus hier unten, was ich noch nicht entdeckt habe. Ja. Tatsächlich. Heinrich. Schön, dass du da bist. Kriege ich was umsonst? Das ist natürlich scheiße jetzt, Leute. Ja. Ich wollte doch nur Sachen verkaufen. Das heißt, ich muss jetzt zu Fuß. Wahrscheinlich ist hier der... Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Dieses Bunte. Ja. Was habe ich denn von der Schenke? Kann ich da auch was verkaufen, oder was? Ja. Ja. Hier ist Unterkunft. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Jawohl. Der Wirt.
Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Ja, der hat wenigstens schon mal 167. Die 4 Stunden habe ich es mir heute gegönnt. Denn ab heute mache ich es offiziell. Was machst du offiziell? Frage ist, was verticke ich dem jetzt? Okay, ich. Fleisch? Hab ich, wo habe ich ein Fleisch? Ich habe gar kein Fleisch bei Nahrung, logischerweise. So, dann muss ich aber jetzt den Kelch wieder rausnehmen. So. Ah, okay. Glückwunsch. Falschen machen wir noch. Besprechen wir den Preis. Nun, versuch. Siehst du, ich wusste, wir werden uns. So, haben wir den auch komplett ausgenommen. Sind aber immer noch nicht leicht genug. Wie viel hat denn das Pferd eigentlich? Guck mal, es ist noch nicht ganz voll. Das heißt, wenn ich jetzt noch von mir was ins Pferd packe, sind wir. Was kann die noch tragen hier? Zwei noch. Was wiegt noch zwei? Hier irgendwas. Zwei, zwei, zwei. Waffe. Das Pferd kann jetzt gar nichts mehr tragen. Vielleicht sollte ich jetzt einfach irgendwas wegwerfen. Weil ich brauche noch 2,1. Was wiegt denn noch viel? Schaufel, aber die brauche ich. Okay, ich bringe zu viel Geld. Hirschleder. Wofür brauche ich dieses Kack-Hirschleder eigentlich? Jetzt dürfte ich doch wieder Schnellreise machen können, oder? Da ist es schon. Kann ich jetzt wieder Richtung Dingsbums Ratei reisen? Bam! Funktioniert! So Leute, ich verkaufe den ganzen Quark und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Denn das dauert jetzt ewig, bis wir da sind und dann das Ganze verkaufen. Von daher machen wir jetzt erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.